ich freue mich, seit 2 Jahren hier im Deutschen Bundestag zu sein, als Abgeordnete der Linksfraktion, und freue mich insbesondere, Teil einer Fraktion zu sein, die sich für soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft einsetzt. Wir streiten hier für gute und sichere Arbeitsplätze, für armutsfeste Renten, für bezahlbares Wohnen und für eine gute Gesundheitspolitik. Ja, natürlich ist es nicht einfach, als Abgeordnete mit Migrationshintergrund sich hier zum einen gegen die Männerdomäne hier im Bundestag durchzusetzen. Vor allem geht es uns, glaube ich, auch darum, dass wir die Vielfalt in unserer Gesellschaft widerspiegeln und das auch hier im Parlament. Der Deutsche Bundestag hat im Moment gerade mal 8% Abgeordnete mit Migrationshintergrund, und das ist viel zu gering. Es ist, glaube ich, wichtig, dass Menschen mit Migrationsgeschichte auch hier repräsentiert sind und auch hier ihre Stimme gehört wird und auch wahrgenommen wird. Und ich verstehe mich als ein Teil dieser Entwicklung. Wir sind ein Einwanderungsland, wir haben eine vielfältige Gesellschaft, und das muss sich auch in der Politik widerspiegeln. Als Abgeordnete mit kurdischem Migrationshintergrund habe ich natürlich die Entwicklung der letzten Jahre in der Türkei und in Kurdistan und in der gesamten Region auch näher verfolgt, und es ist fatal und total heuchlerisch, wie die Bundesregierung und die Europäische Union weiterhin das Erdogan-Regime unterstützen mit Waffen und auch mit Geldern aus der Europäischen Union. Als Linke fordern die Bundesregierung auf, keinerlei Waffen mehr in die Türkei zu exportieren. Vor allem fordern wir die Beendigung des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens, was ja zum Scheitern verurteilt ist. Wir brauchen viel mehr Frauen in der Politik, damit wir die Gesellschaft umkrempeln können. Es kann nicht sein, dass Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind in der Politik, in der Wirtschaft, in Führungspositionen. Deswegen setzen wir als Linksfraktion uns auch für das Paritätsgesetz ein. Natürlich ist auch der Kampf gegen rechts ein zentrales Feld in unserer parlamentarischen Arbeit hier. Für meine politische Arbeit ist die Stimme der Zivilgesellschaft sehr wichtig. Gerade die Forderungen der NGOs, der Migranten-Selbstorganisationen, der Flüchtlings-Selbstorganisationen. Es kann nicht sein, dass die zivile Seenotrettung dort weiterhin kriminalisiert wird, Boote weiterhin beschlagnahmt werden und die Aktivistinnen und Aktivisten mit Gefängnisstrafen rechnen müssen. Deswegen bin ich solidarisch mit der Seebrücke. Vor allem freue ich mich aber auch, dass viele Städte wie mein Wahlkreis Mannheim und andere Städte aus Baden-Württemberg sich für den Bündnis Solidarity Cities ausgesprochen haben. Ich denke, dass ich auch in den nächsten Jahren gemeinsam mit euch, mit vielen Menschen, weiterhin Solidarität vor Ort praktizieren werde. Und ich freue mich immer wieder zu sehen, wie viel Bewegung und wie viel Dynamik entsteht in den gemeinsamen Kämpfen, wenn man gemeinsam organisiert und gemeinsam auf die Straße geht und gemeinsam sich für bestimmte Ziele einsetzt. Deswegen freue ich mich auch auf eure Unterstützung in den nächsten Jahren.